Fragment zu mir ins Labor, Kammerjäger. Ich habe mich immer über die Größe der Kammerschlüsselfragmente gewundert. Vielleicht waren die Eridianer größer als wir oder stärker. Ich werde dieses neue Fragment allein untersuchen. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands 3 mit mir, dem Ralf. Und in der letzten Folge haben wir den nächsten Schlüssel ergattert. Deshalb müssen wir zu der guten Tennis und ihr den Schlüssel wieder geben. Aber zuerst wisst ihr ja wie immer, gucken, was haben wir in der Vermisstentruhe. Und diesmal haben wir nichts liegen lassen. Ah, wir können hier Waffen platzieren. Da platzieren wir die hier. Und mit der haben wir den Typen gerade gekillt. Finde ich gut. Raketenwerfer. Assault Rifle. Haben wir eine Assault Rifle, die sich lohnt, aufgehängt zu werden? Ja, die lila Talk. Die hat uns gute Dienste geleistet. Shotgun. Würde ich ja die hier hinhängen, aber die benutzen wir noch. Die werde ich dann dahin hängen, wenn die soweit ist. SMGs. Haben wir noch keine, wo ich sage, die war geil. Hängen wir das an. Ein bisschen Deko muss sein. Dann sieht es hier schon nicht ganz so leer aus. Zwanzigtausend haben wir. Kammerjäger müssen viel tragen. Mit einem SDU wird es noch mehr. Du brauchst mehr Platz? Dann weiß ich die Lösung. Speicherdeck-Upgrade. 81. Kauf schnell auch noch den Rest. Die sind sehr limitiert. Ja, wenn ich die Kälte dazu habe. Hübsch. Du darfst jetzt gehen. Komm zur Besprechung auf die Brücke. Jojo. Da oben bist du. Was ist los? Du führst Maliborn da draußen ordentlich vor, Killer. Dank dir könnte Atlas diesen Krieg tatsächlich überstehen. Aber wir dürfen die Kammer nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen vor den Kalypsos dort sein. Das ist unsere Mission. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Dann kriege ich meinen vierten Platz. Melden wir uns bei Reese. Er meint, er hätte Informationen zum letzten Schlüsselfragment. Reese Trackford wird gewählt. Ganz schön cooler Name, Mann. Ich wette, seine Vorfahren wurden überhaupt nicht deswegen gehänselt.
Leute. Danke für die Hilfe bei meinem kleinen Todeslaserproblem. Ein Höhenflug für die Moral. Gern geschehen. Du weißt also, wo das letzte Schlüsselfragment ist? Naja, regt euch jetzt nicht auf. Ich habe das dritte Schlüsselfragment hier im Atlas-Hauptquartier. Das hast du uns die ganze Zeit verheimlicht? Ich sag doch, Typen mit Schnäuzer kann man nicht trauen. In weiter. Cool. Wir wollen es haben, auch wenn du daran geleckt hast. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich hoffe, ihr steht auf saure Äpfel. Kommt runter zu Atlas und ich lasse euch durch den geheimen VIP-Eingang rein. Jetzt habe ich den Part nicht, den er muss nicht rechtfertigt nicht gehört. Menno! Was du wolle. Mann. Verdammt. Ansonsten will hier keiner was von mir, oder? Warum war hier das Ganze markiert? Wenn ihr den geheimen VIP-Eingang erreicht, lässt Zero euch rein. Okay. Ich sehe nichts Interessantes. Was denn? Katagawa rührt sich nicht. Er muss noch sauer sein, dass wir sein Schiff hochgejagt haben. Er heult wahrscheinlich irgendwo in einem Fondue-Whirlpool oder was auch immer sein Ding ist. Superfan! Oh, ich hoffe, ich darf mithören. Aber deine Echo-Verschlüsselung ist für'n Arsch. Ich habe mich mit Katagawa unterhalten. Er dachte, er könnte von einem Anti-Schwerkraft-Pool aus einem Krieg gewinnen. Ich habe ihn angestupst. Wohin? Ah. Das geht jetzt aber schnell. Oh, da seid ihr ja. Klasse. Zero, lass sie rein. Zero? Sie sind hier, Kumpel. Mach die Tür auf. Zero ist nicht da? Na toll. Dann lasse ich euch selbst rein, weil ein Vorstand ja die ganze Arbeit selbst macht. Wo ist Zero?
Kommt in mein Büro-Museums-Aquarium, damit ich euch das köstliche Schlüsselfragment geben kann. Jetzt muss ich nur noch ausfinden, wo Zero steckt. Locker bleiben, Liam. Der Kammerjäger gehört zu mir. VIP, voller Zugang. Oh, tut mir leid, Sir. Wow, ein echter Kammerjäger. Sofort, Sir. Okay, cool. Vom Grundriss so ein bisschen was vom Heck, wie vom, also von dem Heck vom Millenniumsfalken, zumindest die Rundung hier. Willkommen bei Atlas. Es wurde alles neu aufgebaut. Das alte Atlas war nicht mehr als ein Haufen Geröll und Insolvenzunterlagen. Schön, dass du es hier riechst. Sieht sicher toll aus, wenn alles abbrennt. Krieg dich wieder ein, Katagawa! Du kannst die Stadt nicht halten, das Schlüsselfragment hast du verloren und jetzt verlierst du auch noch den Anschluss an die Realität. Du kommst nicht an meinen Verteidigungsgeschützen vorbei. Oh. Manche gehen auf. Nett. Das ist ja nix. Ich vielleicht nicht, aber dein Freund Zero schafft das. Och nö. Schwester. Isaku, ich freue mich, dass du es einrichten konntest. Sana, schmecken dir die narianischen Zigarren? Ich kann Naoko nicht sehen. Vielleicht ist sie im Bad. Da gibt's ein doppelstrahliges Bidet. Vorsicht. Unser letztes Familientreffen ist lange her. Und ich weiß, was ihr denkt. Warum verschwende ich eure Zeit? Die Antwort ist die Sanara. Diese Vergnügungsjacht. Als mein Erbbesitz erbaut, mit den während der Konzernkriege erbeuteten Reichtümern und Technologien. Unsere Eltern gaben uns alles, oder nicht? Und genau das ist das Problem. Statt neue Unternehmungen zu verfolgen, planschen wir in Zinsen herum. Damit meine ich euch, Isaku, Yuko, Sana. Ich finde, es wird Zeit für eine Fusion und dabei habe ich etwas ganz Besonderes im Sinn. Wir brauchen frisches Blut in der Maliwan-Familie. Doch das bedeutet leider auch, dass ich ein paar Zweige in unserem alten Familienstammbaum kappen muss. Heilige Scheiße, er hat seine gesamte Familie umgebracht? Zero, was meinte er denn mit Zeit für eine Fusion? Etwa mit Dahl, Hyperion, Tedior? Zero, sag mir, dass er Tedior meint! Es kommen Schiffe. Für Katagawas Fusion. Es geht um Atlas. Was zum... Das war die Verteidigungskommandozentrale. Oh nein. Eindringling! Alle Truppen in den Hof! Wo zur Hölle steckt Zero? Ich bin ohne die Geschütze sind wir Zielscheiben!
Wir dürfen Atlas nicht verlieren! Die Waffe ist immer noch so saugeil. Geilomat. Okay. Weiter im Text. Wenn wir noch mehr Geschütze verlieren, geht uns langsam die Verteidigung aus. Beeil dich! Uiuiuiuiui. Dein bester Kumpel Zero ist dir in den Rücken gefallen. Wie fühlt sich das an, Reese? Schnauze, Katagawa! Zero würde mich nie hintergehen. Sicher? Rhys, sieht aus, als hätte Zero alle getötet. Steht außer Frage. Wo er auch steckt, der muss einen guten Grund dafür haben. Konzentrier dich darauf, Maliwan rauszukicken. Alles merkwürdig. Verteidigung im Hof ist wieder online.
wir die hinteren Verteidigungen auch wieder online bringen, haben wir eine Chance. Geh durch den Atlas Tower. Meine Leute haben dort noch die Oberhand. Feindkontakte im Norden und Süden. Max kommen über die Mauern. Okay. Los, go! Auf der Schnauze! Ich hab's vergessen. Da geht's auch woanders hin. Aber da gehen wir trotzdem mal hin. Okay. Kommen wir nicht hoch? Ne, da ist auch nichts. Schade. Atlas hat mich nach meinem Kammerfund eine Weile zurückgestellt. Die nennen das so, wenn sie dich fürs Rücksitzen und nicht zu bezahlen. In meinem Vertrag stand irgend so eine Wechselklausel. Gelber? Sollte es jetzt nur die Power Rangers darstellen jetzt? Oh nix. Lol. Das soll tatsächlich die Power Rangers darstellen. Für einen Moment dachte ich, du wärst ein Gegner. Dachte ich jetzt echt? Also das ist ein Gegner, das ist Gegner sind. Ernstzunehmende Gegner. Gegner getötet. Aha.
Alter. Ich projiziere. Plötsch! Ah, hier ist die Wiederbelebungsstation. Das ist ein Claptrap. Das ist eine Aufzeichnung. Ein Bandit? Waffengiste. Grünes Zeug lohnt sich nicht mehr aufgehoben zu werden. Atlas hat mich belogen. Die Bastarde meinten, sie würden mit der Kammertechnologie ein Paradies aus Promethea machen. Dabei haben sie nur ihre stehende Armee vervierfacht und sich mit der Crimson Lance eine weitere Feder angesteckt. Die Bastarde haben die Leute ausbluten und erbarmungslos schuften lassen. Irgendwann dachte ich mir, scheiß auf Atlas. Reese, ich will Atlas gar nicht mehr. Deine Marke ist tot. Ich mache mehr Gewinn, wenn ich die Organe deiner Angestellten verkaufe, statt deine Wummen. Verflucht seist du, Katagawa! Meine Marke! Hombala. Okay. Hier ist noch gesperrt. Und wie sagt die Karte? In das Gebiet kommen wir nur durch diese Tür. Also geht's da vorne weiter. Verreck, du Sau! Das Maliwon-Kommandoschiff ist über unserem Hinterhof. Wenn wir es mit unseren Geschützen abschießen können, ist der gesamte Angriff im Eimer. Mach diese Nullhunde platt! Der nächste. Immer schön nachstechen. Ich
Geschütze sind weg. Reese, uns gehen die Möglichkeiten aus. Oh, Kacke. Oh, okay. Wir haben das Viper-Laufwerk im Orbitallaser gelassen, oder? Vielleicht hat er noch genug Saft, um das Kommandoschiff wegzupusten. Halte sie auf, während ich ihn in Gang setze. Hui, Leute! Das wird lustig hier. Spielchen Katagawa. Zero ist auf meiner Seite. Oh, oh, siehst du? Und hier ist er auch schon. Ich sehe ihn gerade an. Zero, Mann, Mann! Alle haben komplett den Falschen. Was? Zero, was soll das? Nein, 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 nein! Oh nein, oh nein! Oh nein! Kammerjäger! Zero will mich umbringen! Er ist der Verräter! Ich weiß, ich kann selbst kaum glauben! Ich schulde dir was, Schnuckel. Wenn ich mir den KDK-Müll nur eine Minute länger hätte anhören müssen, hätte ich mir Cocktailzwiebeln in die Ohren gesteckt. Ah, doch, immer gerne. So. Oh. Auf den Weg. Aber wie es da weitergeht, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zuschauen noch nicht. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wenn ja, dann ein Like da lassen, die Notation wegklingen lassen und YouTube somit Bescheid geben, dass ihr mehr von uns sehen wollt und YouTube euch darauf benachrichtigen sollte, was dann bei uns abgeht. Da aber YouTube nicht immer so ganz zuverlässig ist, was das angeht, haben wir noch extra einen Twitter-Account, in dem ihr auch einen Follow dalassen könnt und auf alle Feed-Anzeigen einstellen könnt, denn das Twitter deutlich zuverlässiger ist als YouTube, das wissen wir alle und auf diesem Weg kriegt ihr immer mit, wann bei uns wo es geht. In der Hinsicht bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen!